um Angriffen vorzubeugen, schon mal ein Mega-Geschütz. Und jetzt geht's weiter mit dem Suchen von von Gewürz. Warum platziere ich das eigentlich in der Nähe von Gewürzlager, Gewürzdings, Geysieren? Ich platziere, produziere eh nichts, egal. Das ist too loud. Fuck you, bitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warum kann ich hier nur 11 platzieren? Okay, egal. So, raus. Please. Please go raus. Please speichere. Please ohne abkacken. Oh, bist du nett. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Spiel so nett ist. Naja. Hey. Wir sind fast da. Ah, scheiße, die Entfernung stimmt nicht. Moment mal, wenn der Winkel stimmt und die Entfernung nicht, heißt das, ich müsste eigentlich jetzt dahin. Nicht im Ernst, oder? Scheiße. Das heißt, das ist jetzt bitte nicht dein Ernst. Komm. Ich muss gucken. Ich muss gucken, ob das vielleicht doch richtig ist. Oh Mann, das wäre scheiße. Wenn das extra an der Entfernung jetzt scheitern würde. Aber wir sind auf jeden Fall ungefähr richtig. Hier. Aber wir sind dann doch nicht richtig. Die Entfernung stimmt nicht. Das ist blöd. Hier in der Nähe sollte es sein. So, komm schon, irgendwo muss doch so sein. Nein. Warum? Ich hasse das Spiel. Nein. Tue ich nicht. Trotzdem. Ach, fuck. Ja. Das ist jetzt schon eine zu hohe Entfernung. Das ist eine zu niedrige. Ja. Also wenn hier kein Soul ist, dann sind wir auf dem falschen Arm. Schlecht. Ganz blöd. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich doch da... Nein. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Verdammt nochmal. Sag mir, dass ich wenigstens durch einen Shortcut dahin kann. Da hinten kann ich auf jeden Fall durch einen Shortcut hin. Gut. Wartet mal. Wir sind hier richtig. Verdammt, wir sind hier richtig. Wir sind hier tatsächlich richtig. Der Winkel stimmt. Nur die Entfernung ist noch ein klein wenig falsch. Jetzt allerdings nicht mehr wirklich. Oh mein Gott, wir sind irgendwo, wir sind richtig. Hier in der Nähe ist Soul. Das heißt nur die gelbe... Da, Sonne. That is it. Ja, Lokalisierungsfehler. Soul ist lateinisch, glaube ich. Heißt Sonne. Und tada! Willkommen in unserem Sonnensystem. Willkommen in Soul. Neptun, Saturn. Ja, und jetzt nervt mich sowas. Mars, Merkur, Sonne, Venus, Jupiter... Da, Ganymed? Ja, Ganymed. Uranus und die Erde natürlich. Ist das nicht toll? Und da ist natürlich auch der Mond. Und ja, seht euch mal genau die Erde an. Schicksalsmanifest, finde die Erde. Ja, gibt's auch ein Achievement für. Schaut euch mal genau die Erde an. Ich zeig's am besten von draußen. Na? Fällt irgendwas auf? Ja, fällt's auf? Sieht man's? Also ich seh's. Ja, also die Kontinente sind wirklich der Realität nachempfunden worden. Nur die Größenmaße stimmen nicht. Ja. Aber egal. So, Kolonie und Fassbar-Paket auf der Erde platzieren.
Ja gut, ich könnte die Erde jetzt auch auslöschen. Dann würde auf der Stelle alles Leben auf der Erde ausgelöscht sein. Nein. Wäre aber lustig. Jetzt müsste man eine Spezies erstellen, die Mensch heißt. Das wäre episch. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Naja. So. Die Erde ist allerdings ein T1-Planet. Das wollen wir ändern. Also. Nein, das ist falsch. Wolkensauger. Warum ist auf der Erde so ein hoher A? Okay. Auf der Erde sind also sehr viele Wolken. Das müssen wir ändern. Wie es einfach nur meine Energie verbraucht. Was ein Scheiß. Egal. Es wäre auch lustig, wenn die Pflanzen, die es hier gäbe, auch der Realität nach empfunden werden. Weil ich glaube nicht. Hm. Wie auch immer. Ja, der Balken ist jetzt rot, weil ich habe ja noch nicht mal Pflanzenfresser und so. Was, ja, schlecht ist. Das heißt erstmal Pflanzenfresser drauf. Ah, habe ich. Hier so ein Teil. So, dann ein Fleischwasser. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Yay. Gut. Jetzt. Eine große Pflanze. Diese Pflanze, diese Pflanze. Dieser Fleischwasser. Ja. Dann Pflanzenwasser. Oh, da. Butter. Tschüss. Da, ein Pflanzenfresser. Brauche ich noch. Da, noch ein Pflanzenfresser. Yay. Super, oder? Doch toll. Hm. Gut, dann jetzt wieder zurück. Wolkenanhäufer, oh mein Gott! Ja, das war fast zu wenig Wolken. Zu viele, meine ich. So, so lasse ich jetzt erstmal. Das müsste eigentlich von selbst jetzt in die Mitte schon gehen. Oder vielleicht doch nicht. Bisschen mehr nachhelfen. Ja, das müsste klappen. So, dann bereite ich mich schon mal vor. So. 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 Dann. So. Wieder mitnehmen. So. Ebenfalls wieder mitnehmen. Und natürlich. So. So, die Erde ist nun ein T3-Planet. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass die Erde jetzt ein tollerer Platz ist für alle Menschen. Super, oder? So. Ja. Bauen wir doch mal ein paar Gebäude. Auf der Erde. Schicksalsmanifest, ne? Was ein Schicksal. Wir sind unserem Schicksal begegnet. Moah. Ah, ah, ah. Schade, dass es dafür keine Plakettenpunkte gibt. Naja. Und ich werde die Erde natürlich für einen besseren Platz für jedermann machen, indem ich keine Fabriken bauen werde. Ja. Bin ich nicht toll? Moment, heißt das dann, dass es keinen Strom gibt? Egal. So, Ökosystem auf Skyvenger Tiere, scheiße. Egal. So. Jetzt habe ich total wenig Kolonisierungspaket-Dingens. Dingense. Was schlecht ist. Denn ich kann ja auch nicht unendlich kaufen. Sag nicht, ich kann gar keine kaufen. Ah, doch, doch, das wäre jetzt gewesen. Oh mein Gott. Qualitätsverstärker. Nee.
Aber ich werde die Erde durch... Oh, ich habe ja noch welche. Ja, gut. Dann werde ich die Erde nicht durch ein Mega Dingens. Klar. Cool. Ich könnte einen Bioprotektor kaufen. Noch einen. Den platziere ich hier. Genauso wie das Mega Geschütz. Genauso wie ein Kolonie und Passpapaket. Denn ich möchte ja schön viele Kolonisierungs... Ist laut. Schön viel Kolonisierungsgebäude und so haben. Damit ich meine Gesundheit... Nee, warte, das ist falsch.